Hallo meine Freunde, ich grüße euch. Wenn ihr euch auch fragt, wie manche Spieler über 1 Million Damage im Spiel machen können, dann seid ihr hier genau richtig. In diesem Video wollen wir uns mal um die Damage-Thematik beschäftigen. Das Ganze wird relativ komplex, kompliziert. Ich versuche es aber so einfach wie möglich zu machen. Ich habe tatsächlich ein bisschen rumgemalt und das werde ich gleich einblenden und dann reden wir über die ganze Geschichte. Ich möchte einmal erklären, wie sich der Schaden bei Diablo 4 zusammensetzt, worauf ihr achten müsst, um richtig viel Schaden zu machen. Und ja, viele Leute machen das Ganze tatsächlich falsch. Ich selber habe das am Anfang auch falsch gemacht und dadurch waren meine Damage-Zahlen viel zu niedrig. Aber damit wir das in Zukunft besser machen, sind wir jetzt hier in diesem Video und gucken uns das Ganze mal genau an. Prinzipiell können wir sagen, dass sich der ganze Schaden bei Diablo 4 aus sogenannten Buckets, auf Deutsch nennen wir das Ganze Eimer, zusammensetzt und die werden gefüllt mit unterschiedlichen Damage-Stats. Ihr seht, ich habe hier jetzt 5 Eimer aufgezeichnet. Insgesamt werden wir jetzt aber mehr Eimer füllen. Wie wir was füllen und welche Schadensart in welchen Eimer kommt und wieso, weshalb, das werden wir jetzt genauer durchgehen. Und dafür gucken wir uns jetzt jeden Eimer einzeln an. Und hier sind wir auch schon bei unserem ersten Eimer, den wir füllen werden. In den ersten Eimer kommt unser Waffenschaden rein und der Multiplikator des Angriffes. Was das genau heißt, das möchte ich einmal anhand meines Barbaren zeigen. Und zwar seht ihr den Waffenschaden, wenn ihr hier auf Material und Werte geht. Und dann sehen wir den Waffenschaden. Ich schlage bei mir zu, bei meinem Wirbelwind-Barbaren mit einer Hiebwaffe. Also müssen wir einfach mal unter Offensiv gucken. Bei Hiebwaffe, wo sehen wir das Ganze? Hiebwaffenschaden 2474. Dieser Wert ist der Waffenschaden. Und der Multiplier des Angriffes, den sehen wir, wenn wir die Taste A drücken, in den Fertigkeitsbaum reingehen und dann auf unsere Kernfähigkeit gehen, in diesem Fall den Wirbelwind, und da sehen wir es, wir verursachen 10.433 bis 12.751 Schaden, aber jetzt kommt das Wichtige, 28% des Schadens. Diese 28%, das ist unser Multiplier des Angriffes. Aus diesen beiden Werten setzt sich der erste Eimer zusammen. In den zweiten Eimer hauen wir unsere Aspekte rein und unsere Passive. Und zwar die, die in Klammern immer noch ein X dahinter haben. Das sind nämlich die multiplikativen Aspekte und Passive. Und genau um die geht, die knallen wir alle in den zweiten Eimer rein. Da sehen wir zum Beispiel einen multiplikativen Passivwert. Ihr fügt Gegnern in der Nähe 9% und jetzt in Klammern X mehr Schaden zu. Dieses X heißt, dieser Wert ist multiplikativ und genau dieser Wert wird damit reingezählt. Bei den Aspekten sieht das Ganze dann so aus, ihr seht schon, bis maximal 60%, und auch da steht in Klammern wieder X hinter, das ist also auch ein multiplikativer Wert und genau dieser kommt auch mit in diesen Eimer rein. Gucken wir uns mal an, was wir mit dem dritten Eimer machen, denn hier ist etwas ganz Besonderes drin. Hier kommt unser ganzer additiver Damage rein. Additiver Damage ist alles, ihr seht schon, alle Schaden gegen Stats. Was sind Schaden gegen Stats? Zeige ich euch auch einmal eben kurz. Dafür gehe ich wieder auf C, gehe hier unter Materialien und Werte rein. Und hier seht ihr es, hier sind ganz viele Schadensarten drin. Schaden gegen verwundete Ziele, gegen verlangsamte Ziele, gegen Betäubte, gegen in der Nähe Blutende und so weiter und so fort. Diese Werte sind hier gemeint, die hauen wir in diesen Eimer rein. Und hier ist jetzt wichtig, und da ist ein Unterschied, da müssen wir einmal kurz zurückgehen auf die letzten Eimer. Die Sachen, die wir da reingeschmissen haben in die Eimer, die haben sich alle miteinander multipliziert. Alles, was wir in diesen Eimer schmeißen, multipliziert sich nicht, sondern addiert sich nur. Wäre dieser Eimer nicht additiv, sondern multiplikativ, wäre dieser Eimer natürlich noch viel, viel interessanter, denn dann würde unsere Schadenssumme im Endeffekt viel, viel größer ausfallen. In unserem nächsten Eimer knallen wir alles rein, was kritischen Trefferschaden erhöht. Diese ganzen Sachen addieren wir miteinander. Es gibt zum Beispiel eine kritische Trefferchance gegen alles, es gibt eine kritische Trefferchance gegen Blutende und so weiter. Die ganzen kritischen Trefferchancen, die wir machen können, die werden wir auch addieren und daraus ergibt sich dann dieser Eimer. In den nächsten Eimer füllen wir unser Hauptattribut ein. Unser Hauptattribut sehen wir natürlich wieder unter C und dann unter Stärke. In diesem Fall, ich spiele Barbaren, da ist Stärke unser Hauptattribut. Ich habe 1355. Diese 1355 nehmen wir, füllen wir hier ein. Das ist der Multiplikator für diesen Eimer. Und in den letzten Eimer kippen wir unseren ganzen Schaden gegen verwundbare Ziele rein. Schaden gegen verwundbare Ziele, hier seht ihr es nochmal, 191,9% bei mir. Das ist der Schaden, der hier reinkommt. Diesen Schaden dürft ihr nicht in den Eimer Nummer 3 reinkippen, wo wir den ganzen Schaden reingekippt haben, der Schaden gegen ... mit ist. Schaden gegen verwundbare Ziele ist ein extra Bucket. Dieses hier sind jetzt die Eimer, woraus sich der Schaden für den Krieger zusammensetzt. Spielt ihr eine andere Klasse, kann da schon der ein oder andere Eimer wegfallen, dafür ein anderer Eimer dazukommen. Da kommen wir aber gleich noch zu. Wir werden uns das Ganze gleich nämlich anhand eines Damage-Kalkulators nochmal angucken. Und da könnt ihr auch umstellen, welche Klasse ihr spielt. Und dementsprechend sind da andere Zutaten, die in die Eimer reinkommen.
Um aber bei diesem Beispiel zu bleiben, wir haben jetzt unsere Eimer gefüllt mit den einzelnen Zutaten und jetzt kommen wir zu der Damage-Berechnung. Dafür mache ich einfach mal die nächste Grafik auf und da sehen wir schon, hier haben wir unsere ganzen Eimer, hier sind wieder nur 5, wir haben insgesamt mehrere Eimer gefüllt. Diese ganzen Eimer, die werden wir jetzt miteinander multiplizieren, deswegen habe ich hier überall ein X hingemacht. Und daraus ergibt sich dann der komplette Schaden, den wir machen. Denkt bitte daran, wenn ihr euren Charakter baut, dass die Eimer sich unterschiedlich zusammensetzen. Es gibt Eimer, die sind multiplikativ innerhalb des Eimers und es gibt auch Eimer, die sind additiv innerhalb des Eimers. Die Additiven, die sind nicht so extrem nachher in der Skalierung wie natürlich die Multiplikativen. Und da sich die Eimer alle individuell zusammensetzen und wir natürlich im Endeffekt jeden Eimer möglichst hoch haben wollen, weil ihr seht ja jetzt im Endeffekt multiplizieren wir jeden einzelnen Eimer miteinander und da wollen wir natürlich, angenommen wir haben hier jetzt einfach eine Zahl 3 stehen und hier haben wir eine Zahl 1 stehen und da haben wir eine Zahl 3 stehen wieder. Nehmen wir nur mal das Beispiel. 3 mal 1 ist weiterhin 3. Mal 3 ist 9. Und jetzt machen wir mal ein anderes Beispiel. Wir füllen diesen Eimer nicht mit 3 wie eben, sondern nur mit 2. Dafür hauen wir in diesen Eimer aber auch eine 2 rein, anstatt einer 1. Und hier füllen wir den mit 3 wieder, genauso wie eben. Jetzt haben wir 2 mal 2, ist schon mal 4, mal 3, wären wir bei 12. Ihr seht es also, wir haben im Endeffekt von den Zahlen her genau das gleiche, aber dadurch, dass sie nicht addiert werden, sondern multipliziert werden, ist es durchaus sinnvoll, in jeden Eimer möglichst viel reinzuknallen, dass der Multiplikator möglichst hoch wird da drin. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen verständlich gesagt. Wenn das nicht verständlich genug war oder noch Fragen offen sind, dann gucken wir uns das Ganze jetzt mal in einem Kalkulator an und den Link für den folgenden Kalkulator, den packe ich euch auch nochmal unter das Video. Den könnt ihr dann nämlich auch benutzen, da könnt ihr eure Zahlen eingeben, so würde ich euch das auch empfehlen. Und wenn ihr ein anderes Item findet, dann könnt ihr ganz einfach mal eben kurz die Werte, die sich dadurch ändern, korrigieren im Kalkulator und dann seht ihr, bringt euch das mehr Schaden oder bringt euch das weniger Schaden. Was wir aber jetzt schon mal festhalten können, für alle, die gefühlt zu wenig Schaden machen, da wird wahrscheinlich einer von euren Eimern nicht doll genug gefüllt sein. Das heißt, ihr habt innerhalb von einem Eimer, vielleicht auch zwei Eimer, niedrige Multiplikatoren drin und dadurch wird die Gesamtsumme nicht gut. Wenn das der Fall ist, dann müsstet ihr jetzt natürlich aus den Eimern, wo ihr relativ viel drin habt, vielleicht ein bisschen was rausnehmen und einen anderen Eimer wieder weiter füllen, damit der Multiplikator da steigt und insgesamt mehr Schaden rauskommt. Aber wie sich das genau verhält, wie gesagt, dachte ich eben schon, gucken wir uns jetzt in dem Kalkulator an. Und hier sind wir auf der Seite d4ut.net. Diese Seite verlinke ich euch unten und das ist ein sehr guter Kalkulator, wie ich finde. Denn ihr seht es schon, wir haben hier die Möglichkeit, dass wir die ganzen Klassen einzeln auswählen können. Und je nachdem, welche Klasse wir jetzt auswählen, ändern sich hier auch die einzelnen Attribute, die wir in die einzelnen Eimer schmeißen, wie wir es eben gesehen hatten. Ich habe in diesen Kalkulator mal meine ganzen Werte eingegeben, die ich momentan mit meinem Barbaren habe. Da sehen wir zum einen den Schaden meiner Waffe und wenn wir hier die Maus drüber halten, dann sehen wir auch nochmal, falls ihr auf dieser Seite seid, welcher Wert das denn genau ist. Ihr seht, da unter Offensive Weapon Damage. Beim Barbaren natürlich die Waffe, mit der wir unsere Hauptfertigkeit auch durchführen. In diesem Fall bei mir ist das eine Hiebwaffe. Genau das gleiche mit dem Skill Scaling. Wenn wir da die Maus raufhalten, da sehen wir es auch wieder. Die 72%, bei mir sind das 28% von Wirbelwind. Die habe ich hier eingetragen und dann habe ich hier so weitergemacht mit den ganzen Stats, die ich bei mir habe, die ich unter dem Charakter unter C finde und bei den Aspekten finde. Und aus dieser ganzen Geschichte resultiert bei mir ein Schaden, normaler Damage 386.000 im Moment. Das ist noch nicht sehr viel. Aber meine möglichen Crits, seht ihr schon, sind bei 1,4 Millionen momentan. Und das ist relativ gut. Wir können das Ganze natürlich noch weiter pushen. Und jetzt kommt genau die Geschichte, die ich eingangs sagte. Ihr seht hier unten auch die Zusammenfassung. Wenn ihr jetzt ein Item findet, wo ihr meint, das ist besser, dann guckt es euch einfach mal an. Ihr tragt hier einmal eure ganz normalen Grundwerte ein und wenn ihr jetzt ein neues Item findet, dann geht ihr dahin und sagt meinetwegen, es verändert sich, meine Stärke geht runter auf, sagen wir mal 1300 und dafür verbessert sich aber, wir sagen jetzt einfach mal, Schaden gegen blutende Gegner geht hoch auf, keine Ahnung, 92. Und jetzt sehen wir, wie sich der Schaden dahingehend verändert und ob das Ganze lohnenswert oder ob das Ganze nicht lohnenswert ist.
So würde ich das Ganze machen, dann seid ihr gut dabei. Prinzipiell können wir allerdings festhalten, dass wir jeden Eimer nach Möglichkeit möglichst gut füllen. Und dafür sehen wir hier unten auch nochmal die Zusammenfassung. Ihr seht, jeder Eimer hat einen guten Multiplikatorwert und das ist auch wichtig. Es macht zum Beispiel keinen Sinn, einen Multiplikatorwert ziemlich weit unten zu haben. Haben wir den weit unten, würde hier zum Beispiel nur eine 1 stehen bei Crit. So, gucken wir uns das Ganze mal an. Können wir ja einmal machen. Wir nehmen mal diesen Wert einfach raus. Und ihr seht, wir brechen komplett ab auf 387.000, weil wir hier jetzt einfach Crit-Multiplier nur noch 1 haben, statt vorher 3,7. Um das Ganze aber fair zu machen, machen wir jetzt hier einfach mal einen extrem hohen Wert rein. Und hier sagen wir jetzt mal meinetwegen 400. Und selbst dann seht ihr, dann haben wir hier zwar einen Multiplikator von 5 drin, aber dadurch, dass wir hier nur eine 1 haben, ist das natürlich extrem niedrig. Wenn hier nur eine 2 drin wäre, würden wir den Schaden, den wir bis hierhin haben, alleine durch diesen Multiplikator nochmal verdoppeln. Hier bleibt der aber jetzt gleich. Deswegen ist es nicht gut, einen Wert möglichst hoch zu haben und den anderen auf 1 zu lassen oder sehr niedrig zu haben. Versucht überall einen vernünftigen Multiplikator reinzukriegen. Und dann wird sich auch der Schaden extrem steigern lassen. Ich hoffe, das Ganze ist soweit einigermaßen plausibel. Ich weiß, das ist ein ziemlich komplexes und kompliziertes Thema. Falls ihr diesbezüglich irgendwelche Fragen habt, stellt sie gerne hier unter dem Video oder noch besser in diesem Fall. Besucht uns auf Twitch. Wir streamen da fast jeden Abend. Das ist ein Thema tatsächlich, das kann man wahrscheinlich besser erklären oder besser drüber reden, wenn ich das gleichzeitig bei mir auf dem Bildschirm auch zeigen kann. Deswegen habt da keine Hemmung, kommt einfach abends mal vorbei, haut eure Fragen raus, lasst uns drüber reden. Mich würde es auf jeden Fall sehr freuen. Leute, ich hoffe, das war nicht zu kompliziert und mich würde es natürlich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit einschaltet. Bis dahin wünsche ich euch aber natürlich wieder alles Liebe, alles Gute, bleibt gesund, viel Spaß beim Spiel, findet gute Sachen und ja Leute, bis bald. Ciao, ciao.